Herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt von mir, eurer Rocklady, eurer Miri. Und zwar spielen wir hier Crysis Remastered auf der Xbox Series X. Und ja, wir starten einfach mal. Ich hatte einfach mal Lust darauf. Wir machen hier einen Einzelspieler, klar. Nein, wir machen ein neues Spiel. Wir machen mal einen normalen Modus, mal gucken. Ja klar, wir machen neu. So, und wenn der Videofilm abgeht, dann bin ich erstmal ruhig. Melde mich dann wieder, wenn wir in der Luft sind oder wo auch immer. Sich auch noch mal. Okay, meine Herren, der Geheimdienst hat auf der Insel starke Truppenverbände lokalisiert. Sie rechnen nicht mit uns, das sollten wir ausnutzen. Die Koreaner dürfen nicht merken, dass wir hier sind. Die werden nicht mal merken, was los ist. Mann, Psycho! Was soll das? Das hier ist eine verdeckte Operation. Wir haben hier nur einen Evakuierungsbefehl. Wir sind nicht im Krieg. Noch nicht. Was? Prophet, wissen wir, ob diese Leute überhaupt noch leben? Genau das sollen wir rausfinden. Der Kontakt zu Dr. Rosendahl ist abgebrochen, als Nordkorea die Insel abgeriegelt hat. Das war vor einer Woche. Vor zwei Tagen haben wir das Notsignal eines Rettungsbootes aufgefangen. Irgendjemand da unten will gefunden werden. Raptor Team, wir nähern uns jetzt dem Ziel. Bereit machen zum Absprung. Alles klar, einklinken, Masken auf. Wenn wir die Russen sind, hört alles auf mein Kommando. Seid vorsichtig. Grün in 5, 4... 3, 2, 1. Los, los, los! Wir sehen uns da unten. Ja, und wir sind in der Luft, Leute. Ist uns Jason neuerdings Archäologen suchen? Das wird ein Spaziergang. Ich habe von diesem Typen gehört. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung, aber Sie haben die Landezone verpasst. Kommen Sie zum Strand. Bin unterwegs. Hat jemand die Landezone getroffen? Wo zum Teufel stecken Sie alle? Kommen! Hier, Psycho. Bin gelandet und unterwegs. Jester am Boden. Rücke jetzt zur Landezone vor. Aztec, ich habe Sie nicht auf dem Radar. Bitte kommen. Aztec, bitte kommen. Shit!
So, ich sehe eine Heli. Haben wir eine Waffe? Das sind wir. Prophet, ich bin jetzt am Strand. Ja. Sie sind ziemlich hart aufgeschlagen. Einige Funktionen Ihres Anzugs sind ausgefallen. Ich check das mal. Ihr Videosignal ist gestört. Ich versuche es neu zu kalibrieren. Energie kritisch. Alles klar, Ihr Anzug ist okay. Sie sind wieder online. Maximale Anzeigen von Aztec. Nomad, stoßen Sie mit Chester zu Aztecs Position vor. Drücken Sie die Einsatzzielanzeige. Okay, also wir können uns hier tarnen. So einen Tarnmodus haben wir mit dem Anzug. Tarnfeld aktiviert. Allerdings geht das nicht lange, denke ich mal. Ich guck mal gerade. Hier können wir nachladen, auch okay. Oh, wir haben hier sogar so eine gewisse... Maximale Panzerung. Da haben wir die Panzerung, da haben wir die Nachtsicht. Hier haben wir noch so eine visuelle Darstellung. Einzelschuss. Ja, Einzelschuss und Dauerfeuer. Tarnfeld aktiviert. Was mir jetzt noch fehlt, wäre... Maximale Panzerung. Zielen, okay. Schlagen. Okay, wir können aber nicht irgendwie in die Hocke gehen. Das wundert mich. Also, wir werden hier auf diese Insel als Rettungsteam geschickt. Und, nehmen wir auch Füße. Sieht schon ganz gut aus. Dann werden wir mal schauen, was wir hier so entdecken. Ich würde aber gerne... Ah, okay, mit B geht's in die Hocke. Nachladen, Waffe wechseln. Ah, Pistole haben wir auch, sehr schön. Und mit A können wir so ein... Mal gucken, wie hoch. Oh, ja. Kommen wir hier schneller, ne? Ja. Okay, also wir können schon ganz gut Sprünge damit machen. Das sind diese komischen Anzüge. Bionetik oder wie heißen die? Kinetik. Oh, das sieht schon nett aus. Ja, ich spiele es hier in 4K, ihr seht es in 1080. Warum? Weil mir sonst die Daten so groß werden, die ich dann hochlade. Oh, hier die Krebse. Kann ich die schlagen? Komm mal her. Nee, kann ich nicht schlagen. Okay. Ach ja, gut. Hier kriegen wir auch nochmal B ducken. Okay. Gehen mal hier durch. Ah, und B hier halten können wir uns sogar hinlegen. Ach so, da müssen wir dann durch die kleinsten Öffnungen. Okay, da legen wir uns hin. Dann wird nur noch gerobbt. Okay. Funktioniert. Schießen will ich jetzt nicht. Ich weiß nicht. 199 Schuss, 41 Schuss im Magazin. Nahkampf, rechter Stick. Tschakka. Dann wollen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Was war? Was war das mitnehmen? Habt ihr das gesehen? Da. Ah, okay, da können wir sogar was nehmen und werfen. Okidoki, auch gut. Benutzen Sie Ihren Schalldämpfer. Schalldämpfer. Achso, da können wir keinen Aufsatz. Y. Ah, okay, da können wir den ausmachen und anmachen. Alles klar. Schalli haben wir auch dran. Sehr schön. Dann schauen wir mal. Und springen. Haben wir ja schon gehabt. Aufpassen, mit Feindkontakt auf 12 Uhr. Alter Belly. Normalerweise bin ich es gewohnt, einen Schuss abzugeben. Okay, wir haben also einen binären Anzug, einen kinetischen. Habe ich den jetzt erwischt, ne? Ich denke mal.
Aber es spielt sich ein bisschen komisch. Okay, die haben da irgendwas gemerkt. Visier benutzen? Oh, da sind sie. Dann werde ich doch mal gucken. Ja, ich lasse das auf Einzelschuss, weil bei Dauerfeuer verzieht mir die Waffe sonst so viel. Kriegen wir Munition? Moment. 189? Nein, ich will keine andere Waffe nehmen. Die ist schon ganz okay. Aber ich kann die Waffe... Ach, die Wachen auch nicht oder wer auch immer hier weglegen. Warte mal. Oben war ja auch noch einer. Okay, also für Schnelllaufen habt ihr auch so eine binäre oder so eine kinetische Energie. Ja gut, damit muss jeder klarkommen. Ich sag mal, wer keine Flugspiele mag, der holt sich bestimmt keinen Simulator fürs Fliegen. Hier, Aztec. Hören Sie mich? Klar und deutlich. Wie sieht's aus? Mich hat auf dem Weg nach unten irgendwas erwischt. Ich hänge in den Bäumen fest. Okay, Aztec, halten Sie durch. Hilfe ist unterwegs. Oh. Oh. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich jetzt hier die Waffe habe? Kann ich da auch einen Schalimann drauf machen? Ja. Nein, ich schieße keine Vögel. Wofür auch? Aber wir haben hier auch lebendige Flora und Fauna. Der Heide nahe. Schon schön aus irgendwie. Okay, die ersten Schüsse sagen ja nichts über das Spiel aus. Wir machen mal hier oben. Wo? Hier oben. Oh, bin ich blind? Oh, da ist einer. Wir können uns ja unsichtbar machen und dann können wir... Tarnfeld aktiviert. Prophet, ich bin hier nicht allein. Was ist los, Aztec? KVA-Patrouille. Vier Mann. Haben die vier Mann? Negativ, aber sie kommen näher. Moment, da ist etwas. Aztec, was ist denn los? Adres Santissima. Aztec, Lagebericht. Jetzt. Der Herr ist mein Hirte! Der Herr ist mein Hirte! Der Herr ist mein Hirte! Prophet, hilf mir! Nomad, Chester, helfen Sie ihm! Schnell! Los, los! Okay, mein eigener Mann. Die haben Licht an ihrem Ding. Wie kann ich denn ein Licht einschalten? Nomad, wir müssen Aztec finden. Ja, ist mir schon klar, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass mein Gewehr einsatzbereit ist. Was haben wir hier auf der Insel? Okay, ab nach oben. Na toll.
Weißt du, jeder kommt hier hoch, nur die Miri, ne? Die macht sich hier wieder selber Probleme. Bleib lieber im Panzermodus, Nomad. Du weißt nie, wann maximale Panzerung. Verdammt! Was ist das? Was ist was? Leute, habt ihr eine Ahnung, was jetzt hier auf mich zukommt? Bleib lieber im Panzermodus. Oh, Scheiße. Mann, was zum Teufel war denn hier los? Hörst du das? Mir gefällt das nicht, Mann. Ach du Scheiße. Ach, verdammter Mist! Chester, bitte kommen! Was ist mit Aztec? Er ist tot, Boss. Verdammt! Was zum Teufel ist da draußen los? Keine Ahnung. Aber ich fürchte, wir sind nicht allein hier. Was ist da los? KVA? Negativ, Sir. Hier liegen 4 Koreaner, aber Aztec kann sie unmöglich getötet haben. Diese Typen hat was anderes umgebracht. Die sind übel zugerichtet. Okay. Erweisen Sie ihm die letzte Ehre und gehen Sie weiter. Wir treffen uns in der Landezone. Was ist mit Aztec, Sir? Sollen wir ihn einfach hier lassen? Negativ. Ich regel das. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Anzug den Koreanern in die Hände fällt. Treten Sie zurück. Verdammt, daran werde ich mich nie gewöhnen. Adios, amigo. Chester, Sie nehmen seine Ausrüstung und verwischen unsere Spuren. Nomad, zur Landezone. Verstanden, Boss. Bin unterwegs, Prophet. Schon krass, Leute, ne? Beerdigung? Womit? Okay, wir gehen weiter Modus und gucken mal, was uns hier erwartet. Warten Sie, da vorne bewegt sich Energie was. Umschalten auf Tarnmodus. Tarnfeld aktiviert. KVA-Patrouille, kümmern Sie sich darum. Aber leise bitte. Eine Bewegung. Oh, wenn die uns schon so schnell einen reinwürgen, ne? Mann, ich brauche keine Munition. Maximale Panzerung. Wo ist mein Kumpel eigentlich? Bin ich hier alleine oder was? Kritisch. Warum ist meine... Achso. Also frisst das Ding dann auch Energie. Moment, ich habe den JSOC-Satelliten verloren. Unsere taktischen Systeme sind ausgefallen. Die KVA muss irgendwo in der Nähe einen Störsender betreiben. Finden Sie ihn und schalten Sie ihn ab. Roger, Prophet. Bin unterwegs. Ach, ich kann doch da auch den Aufsatz drauf machen. Okay. Ja, was hat unser Team getötet? Beziehungsweise unser Mann und die anderen Soldaten. Ah, sieht schön aus, wie die Sonne da so durchscheint. Aber sehr linear, ne? Ihr habt da so nur diese eine Vorgehensweise. Bis jetzt. Ich sehe 2 Signale, ein gelbes, ein grünes.
Na, gucken wir mal, wenn wir hier aus dem Kuddelwuddel raus sind. Wir haben am Strand KVA-Patrouillen geortet. Benutzen Sie Ihr Fernglas, bevor Sie denen in die Arme laufen. Da ist eine große Sendeanlage. Das muss der Störsender sein. Hat sich jetzt gerade so angehört, wie ja, Leute, da haben wir auch noch jemanden. Können wir die irgendwie... Da haben wir auch noch jemanden. Ja, besser hier ein bisschen runter, ne? Ja, komm, ich mach noch mal ein bisschen... Boah, hier sind jede Menge Leute. Jetzt bräuchte man eine Strategie. Entweder die Kasala-Strategie... Maximale Panzerung. Oder Tarnfeld aktiviert. Die Schleichermethode. Naja gut, die sind noch ein bisschen weiter weg. Wir können hier langsam uns nach unten schlummern. Vorsichtig und leise. Ich weiß nicht, was die von uns dann sehen. Ah, da sind so viele. Obwohl, jetzt sind sie hier alle beide auf einem Haufen. Tarnfeld aktiviert. Jetzt kommen sie. Ich mach mal einen Versuch. Tarnfeld aktiviert. Da war doch gerade einer, oder? Vielleicht erstmal beobachten sollen. Nomad, wir sind blind, bis Sie den Sender finden. Da ist er! Oh. Wie kann der mich denn sehen? Sie haben Verstärkung gerufen. Feindliche Einheiten nähern sich ihrer Position. Na super, Leute. Wie konnte der mich denn jetzt sehen? Kritisch. Es sind da nur so Holzballen rein. Verdammt. Tarnfeld aktiviert. Will ich auch gar nicht. Da. Also, Belly. So. Maximale Panzerung. Na, außer dass ich eine schlechte Schützin. Hier ausschalten. Okay. Gute Arbeit, sind wieder online. Kommen Sie zur Landezone. Ja, Leute. Dann würde ich sagen,
fürs Erste soll es das gewesen sein. Ihr habt einen Eindruck vom Spiel, von meiner spielerischen Fähigkeit mit dem Controller. Naja, lassen wir mal so dahingestellt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin erstmal ciao, eure Rocklady. Bye, bye.